Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Feldafing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, Feldafing sind wir auch an diesem Tage und wir besuchen ein sogenanntes Original, den kennt hier jeder. Klar, er ist ja auch Friseur seines Zeichens und jede Dame und jeder Herr lässt sich von ihm verschönern. Er heißt Reinhard Spöttl und er muss richtig gut sein, also richtig cool muss er. Jetzt gehen wir mal rein, weil ehrlich gesagt muss mal wieder geschnitten werden, dass das einigermaßen gut ausschaut. So, grüß Gott. Das ist aber, die Musik ist ja schön. Grüß Gott. Guten Morgen. Und, haben wir einen Schnitt schon gekriegt oder kriegen Sie noch einen? Ja. Ach, Sie haben schon einen gekriegt. Sie ist schon fertig. Das schaut gut aus, wollte ich sagen. Sie auch? Ja, ich bin auch schon fertig. Sind Sie aus Feldafing? Ja, ohne Farbe. Machen Sie nicht mehr? Nein, ein Mann, der färbt das Geld nicht. So geht's ich. Nein. Sind Sie immer schon Stammgast hier beim Reinhard? Ja. Auch Sie? Ja. Seit wie vielen Jahren? Ich war 12 Jahre. Und Sie sind auch Feldafinger? Nein, Stamberger. Stamberger. Fährt extra außer zum Reinhard. Genau. Warum eigentlich? Den kennt man überall, gell? Na ja, gut, ich war früher Feldafinger und. Und da schön bequem beim Reinhard. Ja. Schauen wir uns mal den Reinhard an, wo er ist. Da scheint er dabei zu sein, gell? Der in der Mitte, schätze ich mal. Ist. Naja, vielleicht schaut er. Grüß Gott, abkassieren nicht vergessen, gell? So, gehen wir rein. So, grüß Gott. So, grüß Gott, München TV ist da. Oh, da kriegen wir eine Welle. Das ist der Reinhard. Reinhard, du schaust aus wie auf dem Foto draußen. Aber deri. Wie geht's denn? Ja, schön. Hast du auch schon schön zwirbelt, wa? Ja. Die Haarpracht funktioniert bei dir noch. Bei mir nicht mehr ganz. Man müsste da vorne mal ein wenig nachschneiden. Und die haben gesagt, in Feldafing gibt es einen Friseur. Den einen. Den Reinhard. Wie lange bist du schon Friseur da draußen? Ich habe den Lohn jetzt seit 32 Jahren. Wie alt bist denn du dann? Ich bin 56. 56 ja. Bist du schon? Ja. Das ist das Haupthaar, was so gut gekriegt ist. Aber haben wir jetzt auf dem Brustwandware erfahren. Ja. Der ist da auftreten im Bürgersaal. Ja. Und da habe ich erfahren, dass man aus Glatzkopf eine Glückssträhne haben kann. Die habe ich heute, indem ich heute die begrüßen darf. Ist so. Ja. Hast du schon mal besondere Personen auch hier begrüßen dürfen? Ja, also das war zum Beispiel so die Barbara Stamm, wirklich? Die war so wie den Andex da war und dann Hotelresidenz. Ach, da hat sie residiert und hat so einen Haarschnitt gebraucht. Da ist dann zweimal zum Waschen föhnen gekommen und so und das war recht nett. Darf ich mal, also ich meine, ganz ehrlich, wenn du seit 32 Jahren, dann hast du ganz viele Stammgäste, oder? Ja, ich habe sehr, sehr viele. Damen, Männer, alles. Ja, ich habe also, jetzt. Jetzt sind meine zwei ältesten Kunden, zu denen ich ins Haus gekommen bin. Die sind jetzt gestorben. Das war jetzt unter anderem die Seniorchefin von Hotel Kaiserin Elisabeth, Fräulein Kraft mit 105 Jahren. Die hast du auch noch frisiert? Die habe ich also, da bin ich halt ins Haus gekommen und habe sie also bedient. Das ist aber doch interessant, oder? Ja. Was man auch mit den Leuten alles sich dann austauscht, oder? Wird dir vieles, also das ist ja ein Klischee, was aber trotzdem immer zur Realität wird, viel anvertraut? Weißt du Geheimnisse, die viele, selbst der Ehemann, nicht wissen? Das war, ich erfahre sehr viel, bloß ich selber habe sehr viel Interesse kulturell und die Leute, die zu mir kommen, die wissen, dass ich nicht über die Scheidung rede, sondern ich rede über Sachen, wo man hingehen kann, ja. Du bist ja nicht bloß der Friseur, sondern du bist ja in sämtlichen Vereinen und alles unterwegs, gell? Die Leute, wenn kulturell was wissen wollen, dann, ach, da ging er so mal zum Reiner oder zum Spöttl. Der weiß oder das. Der weiß das. Oder so, wie man Karten kommt oder was weiß ich, das weiß der. Oder so. Sag mal, bist du eigentlich, du bist ein Gebürtiger? Oder bist ja, du doch, gebürtig. Meine Urgroßmutter hat schon hier in Feldafing gewohnt. Und Friseur da sein, war das dir auferlegt, weil es der Papa gemacht hat? Oder? Ich hab mit 6 Jahren hab ich gesagt, ich möchte Friseur werden. Und meine Eltern haben gesagt, wichtig ist, dass du was machst, was du zufrieden bist. Mhm. Und ich meine, mein ältester Bruder, der ist halt Studienrat geworden oder Lehrer und so, der ist halt was Gescheites geworden und ich mache halt was Gescheites. Nein, also, du machst was Gescheites, der andere redet gescheit. So schaut es aus, oder? Ja.
Soll ich mich dann irgendwann mal mit hinsetzen? Ja, oder? Schenkt mir erst noch mal eine Tasse Kaffee ein, oder? Kaffee, na klar, logisch. Übrigens, die Dame dahin wollen wir nicht stören, das ist klar. Mann, Frau, du hast alles da, gell? Ich mach beides. Was ist denn am liebsten eigentlich? Was ist deine Lieblingsfrisur? Ich habe keine Lieblingsfrisur. Alles kopfmäßig unterschiedlich. Was ich interessant finde, ich meine, das Berufsbild hat sich jetzt einfach so gewandelt. Früher hast du moderne Frisuren oder Altweiberfrisuren gemacht. Inzwischen ist es so, dass gerade alte Leute auch, dass du da die pfiffigsten Frisuren auch machen kannst. Und das ist eigentlich das Interessante, dass du durch die ganze, von jung bis alt, dass du da einfach peppige Frisuren machen kannst. Dass sogar ältere Leute, ja, die früher alt waren, heute sind sie ja nur noch älter. Und es gibt keine alten Leute Sinn, sondern ältere Leute oder junggebliebene Leute, die also mehr Pep haben als wie manch Lädscheurer Vogel, der ständig an seinem Laptop oder an seinem Smartphone da rumbastelt oder sowas. Ja. Das ist also einfach toll. Der Kopf hat sich geändert, gell? Hallo, was ist jetzt das? Gibt's Prosecco? Für wen gibt's jetzt das? Ja, für unsere Kundschaft. Ach, guck an, da reden wir gleich darüber. Gell? Ich kriege einen Kaffee und andere kriegen Prosecco. Reinhard, darf ich mich da setzen? Ja, bitte. Bis gleich. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Feldafing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, jetzt geht's los. Frau Schieder lässt sich ein bisschen nachschneiden. Gell? So, jetzt gehen wir mal zu der Dame, die ein Prosecco kriegt. Das ist allerhand. Ja? Mir wird Kaffee geboten, Ihnen der Alkohol. Ich bekomme das hier immer. Wie lange sind Sie schon Stammgast? Ich bin jetzt fast ein Jahr. Ein Jahr? Und wo waren Sie denn vorher? Kennen Sie den Reinhard nicht, oder was? Nein, ich komme aus dem Rheinland. Ach nee, und dazugekommen hierher? Richtig, ja. So, und jetzt ein Stammgast, da wissen Sie. Wollen Sie da irgendwas in die Richtung, oder? Nein, wir sind gerade dabei, eine neue Farbe zu. Aber Sie können es tragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kann nachher nicht besser ausschauen wie jetzt. Ja, doch, eine Hochsteckfrisur war schon immer mein Traum. So, ich wünsche mal Prost, ich kriege jetzt einen Kaffee. So, schauen wir mal, wir sind bei Reinhard Spöttl, liebe Zuschauer. Wir sind bei dem Friseur schlechthin. Da, wo? Ja, genau. Ja? Du, was ist denn, wann sind immer die besten Tage? Samstag, Montag? Wann geht es immer am meisten zu? Wann lässt man sich denn immer legen? Mein Dienstleistungsgewerbe ist total unterschiedlich. Ja? Also völlig unberechenbar. Und wenn ich halt sage. Ach, da haben wir schon Scherze. Jetzt kriege ich direkt was. Ja? Wenn ich halt sage, so, da und da ist die beste Zeit, am ruhigsten, dann ist es so, dass dann auf einmal dann die Hütte wieder voll ist, wo ich gemeint habe, das ist halt ein bisschen ruhiger. Wie viele Leute hast du eigentlich da? Von wie vielen Frauen bist denn du Chef oder gibt es nur einen anderen Friseur? Ja, also in Feuerfing gibt es die Kollegin, ja, die Claudia, ja, mit der bin ich in den Kindergarten gegangen. Nee, aber ich meine jetzt hier, wie viele helfen dir? Die zwei, ja, also die sind nicht immer da. Am Dienstag bin ich allein und am Mittwochnachmittag. Und die Erika, die seit über 20 Jahre, die Jeanette hat vor 27 Jahren angefangen, die ist so zwei Tage da. Und mein Dienstälteste, die Anfi, ja, die ist am Freitag immer da. Aber das heißt was für dich als Chef, wenn die alle bei dir so lang bleiben? Du kannst nicht so ein schlechter Chef sein. Ja. Was glaubst du, ist denn dein größtes Talent als Chef? Der ist auch nicht gut, ne? Bist du ein guter, gell? Nein, für mich gibt es eigentlich das Motto, eigentlich immer die Achtung. Die Achtung von den anderen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Und dass er so, und nur dann macht es auch Spaß mit der Umgang mit den Leuten. Da muss Spaß machen, die Arbeit muss Spaß machen. Du bist ja in dieser Distanz, die über das hinausgeht. Du bist ja ganz nah. Ne? Ja. Also merkst du dann auch manchmal, dass es mit jemand nicht funktioniert? Also, dass es Spannung ist, was du sagst, gut, wenn der in einer Stunde wieder weg ist. Ja. Geht schon. Das merkst du sofort. Schon. Oder es gibt auch Leute, wo ich sage, so, das ist nicht meine Sache. Ich dann sage, so, ist besser, wenn ich da wen anders dran lasse. Und das ist ja das Schöne, auch bei uns, dass man dann sagen kann, okay, nach dem Benediktiner
Prinzip. Der Chef, der muss ja nicht alles kennen, sondern der Chef muss auch Talent haben, nämlich die Fähigkeiten am besten in sein Umfeld einzusetzen. Ja. Ich bin zum Beispiel in einigen Bereichen eine totale Pfeife. Wo denn zum Beispiel? Lass mal Selbstkritik hören. Hochsteckfrisuren oder so. Das ist nicht deins. Ich habe zwar Fach-DVDs da und so, und ich schaue dann auch, wenn ich mal Zeit habe. Aber da ist halt so, dass daran die Damen da sind und so. Und was ist dann dein Gut? Also was ist etwas, was du sagst, das kriegt er hin, das ist mein Fachgebiet? Na, ich meine, ob Schneiden oder so, aber Steckfrisuren sind halt einmal nicht meine Sache. Und das gebe ich auch zu. Und wenn ich also zum Beispiel am Sonntag oder so eine Steckfrisur habe, dann ist so für Elisabeth, Kaiserin Elisabeth oder irgendwie sowas, wo außerhalb der Öffnungszeiten ist, dann rede ich das mit Mitarbeitern ab, ob die Lust, die Möglichkeit haben, das zu machen, weil ich ja das Beste will, was aus dem Laden herin ist und was dann rausgeht. Und dann ist aber so, dass man dann sagt, so, also das soll schon richtig bezahlt werden, weil entweder gescheit oder gar nicht. Und wenn das denen so nicht passt, dann sollen sie es alle überlassen. Wenn du, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal folgende Situation. Du kennst mich nicht, ich setze mich jetzt zu dir her. Was würdest du jetzt machen? Würdest du sagen, das passt schon so bei derer? Ich bin jetzt zur Kritik offen, aber was würdest du jetzt komplett ändern bei der Schiederin? Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, Wenn jetzt eine Kundin kommt, oder wenn du jetzt kommst, du möchtest eine Veränderung, ja, dann würde ich mir das gern anschauen, dann würde ich mir die Haare, das Ganze... Also hoher Hobby, ich habe nicht viel, aber hoher Hobby. Aber ich bin kein Gutachter, wenn er jetzt bloß sagen darf, wie ist das mit meinen Hobby, ist der Schnitt, dann muss ich sagen, ich wäre nicht über einen Arbeitskollegen oder so richten, weil... Das bleibt jetzt verschlossen. Wissen Sie, was wir machen? Jetzt folgendes. Du fängst jetzt einfach mal zum Kämmer an. Liebe Zuschauer, wir sind also beim lieben Reinhard hier in Völdafing. Frau Schieder kriegt jetzt einen Haarschnitt. Mein Kaffee ist übrigens noch nicht da. Oh. So, liebe Zuschauer, einfach mal beim Reinhard einmal vorbeischauen. Das ist ein Original und ein sehr liebenswerter Mensch. Danke für die Zeit. Eine Milch hätte ich gern. Schön, schon funktioniert. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Servus. Ich sag's dir, ich muss einfach die Kamera wieder, gell? Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Völdafing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche.